So, hallo, herzlich willkommen, Freunde der Textverarbeitung. Heute schauen wir uns einmal an, wie man rechnen kann mit Word. Genauer gesagt, rechnen kann mit Tabellen oder Intervallen mit Word und auch noch mit Variablen. Ich zeige euch mal, was wir heute machen werden. Wir werden diese Werte in der Tabelle zuerst addieren, hier als Gesamtwerte, dann den Durchschnitt berechnen, den Höchstwert berechnen. Wir werden mit verschiedenen Variablen arbeiten, das heißt diesen Gesamtwert mit der Mehrwertsteuer multiplizieren und das Ergebnis dann hier als Zahl ausgeben. Und dann werden wir noch eine If-Funktion einfügen, das heißt, wenn ein bestimmter Fall eintritt, in diesem Fall, wenn die Gesamtkosten eine bestimmte Höhe überschreiten, dann soll ein bestimmter Text ausgegeben werden. So, das Ganze funktioniert relativ einfach. Allerdings sind im Vergleich zu Excel einige Änderungen notwendig und das funktioniert längst nicht so schön wie mit Excel. Was den einfachen Grund hat, Word ist einfach nicht dafür gedacht und nicht dafür gemacht, um ja, Tabellenkalkulationen zu machen. Aber ein paar kleinere Sachen gehen doch und das möchte ich euch hier zeigen. Fangen wir an mit dem Gesamtwert. Also wir bilden quasi die Summe aus all diesen Werten. So, dafür gehen wir mit dem Cursor in das Feld, wo unsere Summe eingefügt werden soll. Dann gehen wir hier auf Layout bei den Tabellentools und klicken hier auf Formel. So, wenn wir jetzt hier auf Formel gehen, dann ploppt ein Fenster auf, das ich jetzt mal rüberschiebe. Und dann sehen wir jetzt hier so ein Input-Feld und da können wir oben unsere Formel eingeben. Wir können es entweder von Hand machen oder wir suchen uns die aus einer Liste. Das machen wir, weil es im Vergleich zu Excel, das sehen wir hier schon, ganz wenige Möglichkeiten nur gibt, eine Formel einzufügen. In unserem Fall möchten wir ja hier die Summe berechnen. Das heißt, ich gehe hier auf Summe. So, jetzt können wir es entweder machen. Gehen wir hier. Machen wir das Platz, jetzt können wir entweder, das machen wir wie in Excel, das heißt, ich gebe die Felder an. Das heißt, das wäre in unserem Fall B2 bis B, was hätten wir? B13. Ja, also ich muss hier wieder sehen, hier ist meine erste Spalte A, das hier runter geht. Und hier ist dann B. Ja, und dementsprechend ist hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, dieses Feld B2 und hier unten B13. Und in Excel und in Word gibt man ein bis ein als Doppelpunkt. Das heißt B2 bis B13 müsste ich da schreiben B2 Doppelpunkt 13. Aber ich kann das hier auch anders schreiben. In diesem Fall kann ich auch schreiben Summe above. Also das heißt, es wird die Summe aller Werte, die above, also die über diesem Feld sind, addiert. Die Werte werden addiert. Als Zahlenformat kann ich jetzt hier eingeben, dass Euro angezeigt werden sollen, oder Prozent wäre noch möglich. Ja, wir wollen Euro haben. Gut. Dann gehen wir auf OK. Wir sehen schon, jetzt wird hier unser Wert eingefügt. Genau. Jetzt ändern wir, jetzt stellen wir uns vor, wir haben festgestellt, oh, wir haben uns hier vertan um 100. Angenommen, ich ändere das jetzt, ich lösche jetzt hier die Null mal raus, dann sehen wir, dass überhaupt nichts passiert. Das ist der Unterschied zu Excel. Bei Excel wird quasi, sobald ich irgendetwas ändere, das sofort ja aktualisiert. Hier nicht. Hier muss ich wieder mein komplettes Dokument aktualisieren, wie wir das schon so ganz oft gemacht haben in den ganzen Tutorials. Bei mir wird ja ständig irgendwas aktualisiert und das machen wir ja auch. Das heißt, wir drücken wieder Steuerung A, um alles zu markieren und dann drücken wir die Taste F9. Und wenn wir das machen, dann sehen wir, hier, dieser Betrag ändert sich wieder. Gut, dann berechnen wir jetzt mal den Durchschnitt, um das hier nochmal zu zeigen. Machen wir jetzt hier Formel und jetzt gehen wir hier anstatt, dass wir zusammennehmen, nehmen wir den Average-Wert. Und das machen wir jetzt diesmal, wenn ich jetzt hier above eingeben würde. Dann hätten wir den Gesamtwert wieder mit drin. Heißt, hier kann ich jetzt nicht mehr above machen. Hier müsste ich dann in der Tat B2 bis B13 eingeben. Wenn das überhaupt stimmt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja. Zahlenformat wählen wir wieder Euro und dann haben wir hier okay. Heißt, der Durchschnittwert ist hier 21 Euro und 16 Cent. Scheint zu stimmen.
Gut, Höchstwert machen wir jetzt auch noch der Vollständigkeit halber. Das wäre in diesem Fall Max. Max von, machen wir jetzt mal nur von Januar bis Juli, dann wäre es von B2 bis B, also machen wir 7, Zahlenformat wieder Euro. Okay. Oder wir könnten auch noch, machen wir es vielleicht mal etwas anders, man könnte jetzt hier noch die Formel beliebig variieren. Ich könnte jetzt noch Max plus 10 machen, dann hätten wir quasi den Höchstwert plus 10. Plus 10 Euro der ersten 6 Monate. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das immer. Weiß ich ja nicht. Gut. Also sowas ist möglich. Genau, wenn man das jetzt im Nachhinein ändern möchte, zum Beispiel, dann kann man entweder die Formel neu einfügen oder wir gehen jetzt quasi in unseren Programmiermodus, den wir auch schon mal eine andere Stelle kennengelernt haben. Dazu drücke ich Alt und F9. So, und jetzt sehen wir hier auf einmal so ganz komische Formeln drin. Also hier sehen wir unser Sum above. Das dahinter, dieses Backslash Raute-Taste ist quasi ein Schalter, der sagt, nach diesem Schalter kommt die Formatierung. Hier, genau das sehen wir bei allem, weil immer die Formatierung auf Euro gestellt würde und davor ist immer die Formel. Wenn ich das jetzt ändern will, machen wir das bei unserem Höchstwert, dann kann ich hier einfach, was ich noch reinschreiben, verlasse wieder meinen Programmiermodus, wieder Alt F9. Wenn ich jetzt wieder alles markiere und aktualisiere, dann sehen wir hier, das Ganze wird hier aktualisiert. Gut. Müsste ich das auch noch ändern? Okay. So viel nur dazu. Okay, schauen wir uns an, wie ich jetzt mit diesen Werten weiterrechnen kann. Jetzt habe ich ja meine Werte in einer Tabelle. Jetzt hätte ich sie aber manchmal gerne ja auch noch in einem Text. Beispielsweise ich schreibe jetzt an irgendwelche Leute und ich möchte hier diesen Text hier in meinem, diese Zahl in meinem Text drin haben. Dazu müssen wir Variablen definieren. Ich klicke jetzt einfach mal hier rein. So, wenn ich jetzt einmal reinklicke, dann wird nur dieses Feld markiert. Wenn ich jetzt dreimal reinklicke, so. Wenn ich dreimal reinklicke in dieses Feld, dann wird das Feld markiert. Wenn ich einmal reinklicke, dann wird nur, erscheint nur der Cursor. Wenn ich so markiere, dann wird auch dieses grau hinterlegte Feld markiert. Ich möchte jetzt aber eigentlich gerne mein Feld markieren, oder mein Feld von der Tabelle markieren. Das heißt, ich klicke dreimal rein. Okay. Jetzt möchte ich sagen, dass dieses Feld von der Tabelle eine Variable beinhaltet. Dazu gehe ich auf Einfügen. Dann gehe ich auf Textmarke. Textmarke ist das Wort in Word für Variable. Gut, jetzt habe ich, ich lösche mal kurz die alten wieder, damit wir nicht durcheinander kommen. So. Also, jetzt sage ich hier, mein Textmarke hat den Namen Gesamtwert. Okay, jetzt gehe ich auf Hinzufügen und jetzt wurde dieser Variablen hier oder die Zahl, die in diesem Feld steht, die Textmarke Gesamtwert zugewiesen. Diese Zahl heißt jetzt quasi Gesamt. Wenn ich auf Hinzufügen gehe, wird sie zugefügt. Gut. Wenn ich jetzt mit dem hier rechnen möchte, mit unserem 14%, dann muss ich dem auch zuerst eine Variable zuweisen. Das mache ich genau gleich. Ich gehe wieder auf Textmarke. Jetzt gehe ich hier auf Textmarkenname und diesmal gebe ich ein Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer. Stimmt, hinzufügen. Habe ich das hinzugefügt. Jetzt kann ich rechnen, indem ich wieder ein Feld einfüge. Also, angenommen in Excel könnte ich jetzt einfach schreiben gleich und dann gebe ich meine Variablen ein, so und so und so. Das geht hier nicht. Ich muss hier wieder eine Funktion einfügen oder ein Feld einfügen. Das mache ich hier am einfachsten über Einfügen wieder. Einfügen und dann auf Schnellbausteine. Wenn ich das habe, dann gehe ich auf Feld. Und jetzt sind hier in unserem Feld-Kontextmenü ganz oben steht hier schon gleich Formula. Das heißt hier Formeln. Dann gehe ich einfach mal auf OK. So, es kommt hier unerwartet der Ende des Ausdrucks, weil wir ja noch nicht fertig programmiert haben. Aber ich habe schon eine Formel eingefügt. Das heißt, ich gehe jetzt auf Alt und F9 wieder. So, und dann kommt hier
wieder unser Programmiermodus und das Fenster ist hier wieder grau hinterlegt. Das grau hinterlegte heißt, dass es sich um ein Feld handelt. So, jetzt gehe ich nach dem Gleichheitszeichen, kann ich jetzt meine Formel eingeben. Das heißt, es war unsere Variable Gesamt, die wir hier oben definiert haben. Jetzt muss ich überlegen, mal Mehrwertsteuer heißt mal in Klammer 1 plus Mehrwertsteuer, ist richtig geschrieben, geteilt durch 100, Klammer zu, ja, müsste stimmen. Die Formel ist jetzt eigentlich auch nicht so wichtig, jetzt verlasse ich meinen Modus wieder mit Alt und F9, Steuerung A, F9 und das Ganze wird aktualisiert. So, jetzt ist meine Leiste von oben auch wieder da. Okay, also was haben wir gemacht? Ich gehe nochmal zurück. Wir haben quasi einen Schnellbaustein eingefügt, hier ein Feld mit als Feld auswählen, als Feldname eine Formel eingefügt, abbrechen und haben dann da unsere Funktion eingefügt. Können wir uns nochmal anschauen. Ich gehe jetzt nochmal auf Alt und F9. Hoppala. So. Können wir es uns nochmal anschauen. Also hier habe ich von Hand quasi unseren Variablennamen Gesamt eingefügt und plus eben die Formel, um das Ganze auszurechnen. Hier ist noch unsere Mehrwertsteuer mit drin. Gut. Gehen wir wieder zurück. Wenn ich jetzt meine Mehrwertsteuer ändere, hier zum Beispiel auf 19% mache, dann sehen wir wieder, dass das nicht aktualisiert wird. Das ist das alte Problem, das Wertnummer hat. Wenn ich das aktualisieren möchte, muss ich wieder Steuerung A und F9 drücken und dann wird der Wert angepasst. Gut. Jetzt gibt es ein Problem. Wenn ich jetzt sage, jetzt habe ich hier ja die 19 als Variable definiert. Wenn ich jetzt eine Zahl lösche und eine andere hinmache, dann ist das kein Problem. Ich kann auch eine Kommazahl einfügen, also das geht auch noch. Sobald ich jetzt aber, also wenn ich so lösche, dann bleibt die Variable noch erhalten. Wenn ich die Zahl verlängere, dann bleibt die Zahl trotzdem noch als Variable erhalten. Sobald ich jetzt aber diese 1 löschen würde, angenommen ich lösche jetzt 1 und schreibe wieder hin 20, dann ist die Textmarke weg, weil ich die 1 ja gelöscht habe. Und sobald der komplette Text meine Variablen gelöscht wurde, ist die Variable weg. Das heißt, wenn ich jetzt auf Steuerung A gehe und aktualisiere mit F9, dann seht ihr hier, meckert er hier und sagt, Textmarke nicht definiert, Mehrwertsteuer ist nicht mehr da. Das müsste ich jetzt nochmal wiederholen. Ich gehe wieder auf 20, gehe auf Textmarke und gebe jetzt wieder den Wert ein, Mehrwertsteuer. Mal schauen, dass es gleich geschrieben wird, hinzufügen. Und wenn ich jetzt wieder alles aktualisiere, dann findet er die Variable wieder. Gut, haben wir das gemacht. Also man kann hier die schönsten Kombinationen machen mit Rechnen. Man kann der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt, sage ich jetzt mal. Ne? Gut. jetzt machen wir noch eine If-Funktion. Stellen wir uns vor, wir möchten jetzt sagen, wenn die Gesamtkosten über 500 Euro liegen, dann muss derjenige kein Porto bezahlen. Von mir aus. Ne? Dafür definieren wir hier nochmal eine Textmarke. Ich kann jetzt auch hier mein Feld, das ja eigentlich auch eine Variable ist, oder ein Feld, wo eine Formel drinsteht, kann ich auch als Variable definieren. Ich mache das jetzt mal hier als Gesamtkosten 2, weil da jetzt halt die Mehrwertsteuer mit dabei ist, hinzufügen. Gut, und jetzt möchten wir hier eine If-Funktion einfügen, die quasi sagt, wenn die Gesamtkosten über 500 Euro sind, dann möchte ich, dass der Text da steht, dass man kein Porto zahlen muss. Gut, das heißt, ich gehe auf Einfügen, hier Schnellbausteine, Feld, wieder wie vorhin. Und jetzt gebe ich keine Formel ein, sondern ich gebe ein If-Befehl. Jetzt kann ich das entweder hier von Hand eingeben oder ich gehe auf Option, das ist schöner, dann wird man quasi durch diese Funktion geleitet. Gehe auf Funktionen und jetzt steht hier, wie ich das Ganze eingeben muss. Also if Ausdruck 1 Operator, Ausdruck 2 wenn wahr Text, dann wenn falsch Text. So, das heißt in, und das ist etwas, wo ich mich auch tierisch drüber aufregen könnte, ne? Es gibt ja auch die if-Funktion in Excel.
Und in Excel muss ich zwischen den verschiedenen Bedingungen immer einen Strichpunkt machen. Hier in Word nicht, in Word mache ich ein Leerzeichen. Warum das um alles in der Welt so ist, keine Ahnung. Finde ich etwas unlogisch und schade und dumm, aber naja, so ist es halt. Also, if Ausdruck 1, das wäre jetzt in unserem Fall, oder ne, Moment, wir machen es so. Ich kann hier nämlich auch die Variablen gleich einfügen. Also if Gesamtkosten 1, Leerzeichen. Operator wäre jetzt in unserem Fall von mir aus hoppala, größer als Leerzeichen. Da kommt unser zweiter Operator, die Bedingung als 500, dann kommt die Leerzeichen. Dann fügen wir unseren wenn-war-Text ein. Ein Text fügt man ein mit Gänsefüßchen. Wenn man keine Gänsefüßchen macht, dann denkt er, es wäre eine Variable. Wenn ich jetzt also hier Gänsefüßchen machen würde, dann sieht das als Text. Sobald ich die Gänsefüßchen wegmache, sieht das als Variable. Deswegen hier Gänsefüßchen. Füge jetzt einfach mal den Text ein. Kein Porto bezahlen. Leerzeichen, wenn Falschtext. Also das heißt, wenn die Bedingung nicht zutrifft, wie jetzt in unserem Fall, müssen Sie leider ein Porto bezahlen. So, wenn ich jetzt auf OK klicke und da dann nochmal auf OK, dann sehen Sie hier, genau, was eingefügt wurde. Gut. Jetzt haben wir, okay, das war jetzt ein bisschen dumm. Okay. Naja, egal. Rein inhaltlich macht der Satz jetzt wenig Sinn, wenn ich das jetzt ändere, aber das ist jetzt ja egal. Angenommen, ich erhöhe jetzt die Gesamtkosten. Ich füge jetzt hier und mir machen wir 3000 drauf. Steuerung A und F9. Dann haben wir hier die Gesamtkosten von 3800 irgendwas Euro. Und dann sehen Sie hier, deshalb müssen Sie kein Porto bezahlen. Das heißt, unsere Variable hier oder unser Feld spuckt dann quasi dementsprechend den Text aus. Inhaltlich macht der Satz jetzt keinen Sinn, aber das soll uns jetzt nicht stören. Gut. Also wir haben quasi gesehen heute, wie das alles funktioniert mit Tabellen und Sachen berechnen, wie man Variablen definiert, ganz einfach, und wie man mit einer If-Funktion kleinere Texte, je nachdem, wie meine Werte sind, ausgeben kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.